Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit meinen Tipps zum 34. Spieltag, somit also zum letzten Spieltag in dieser Bundesliga-Saison. Und ich würde jetzt auch sagen, wir fangen direkt an. Das hier sind die Paarungen, das erste Spiel lautet Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Für beide Mannschaften geht es um nicht mehr wirklich viel. Borussia Dortmund hat die Champions League Qualifikation sicher. Auch Bayer Leverkusen hat die Europa League Qualifikation sicher. Also dementsprechend wird dann nicht mehr relativ viel passieren. Ich denke aber am Ende wird sich da Borussia Dortmund durchsetzen. Ich tippe ein 3:1. Und jetzt kommen mir die drei ganz entscheidenden Spiele, was den Abstieg angeht. Erstes Spiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Werder Bremen wieder mit Thomas Schaaf als Trainer. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was sie fähig sind bereits zu leisten unter dem neuen Trainer. Ich denke aber, große Sprünge dürfen wir nicht erwarten. Und somit tippe ich hier am Ende ein 2:0 für die Gladbacher. Ich denke einfach, sie werden sich am letzten Spieltag nochmal zusammenreißen und ein versöhnliches Ende mit Marco Rose finden. Und der nächste Abstiegskrimi lautet VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Die Bremer sind mit ihrer 0-2-Niederlage, die ich hier tippe, bereits sicher mal auf einem Relegationsplatz. Sie können aber natürlich noch auf den direkten Abstiegsplatz rutschen. Bielefeld wiederum ist halbwegs sicher. Also einen direkten Abstiegsplatz bekommen sie schon mal nicht mehr. Aber mit einem Sieg hier oder einem Unentschieden gegen Stuttgart könnten sie hier richtig gut nach vorne marschieren und eventuell sogar Köln auch schon hinter sich lassen. Ich tippe hier ein 1:1. Ich denke, beide Mannschaften werden sich hier ein schweres Spiel leisten. Die Stuttgarter sind relativ gebeutelt, was Verletzungen angeht. Bielefeld hat natürlich einen schweren Stand, aber eine ganz gute Ausgangslage, was den Abstiegskampf angeht. Und ich denke, mit diesem 1:1 werden sie zumindest mal ganz gute Aussichten haben auf den Relegationsplatz. Und der nächste Abstiegskrimi ist dann 1. FC Köln gegen Schalke 04. Da wird es sich jetzt entscheiden, wer absteigt. Die Kölner sind gar nicht so schlecht drauf, aber haben schon durchaus Probleme. Die Schalke am letzten Spiel gegen Frankfurt wirken die gar nicht mal so schlecht. Da muss man auch aufpassen, was die fähig sind zu leisten. Bielefeld aktuell noch auf Platz 15. Bremen wäre aktuell noch auf Platz 16. Und die Kölner wären auf Platz 17. Aber ich denke, die Kölner werden sich hier am letzten Spieltag retten. Ich tippe ein 2:1 für sie. Und somit springen sie auf Platz 15 auch noch an den Bielefeldern vorbei. Und somit geht Bielefeld für mich in die Relegation. Die Bremer steigen direkt ab. Das tut mir wirklich weh, das sagen zu müssen. Aber ja, ich sehe es einfach irgendwie so, dass das so passieren wird. Und Köln rettet sich hier am letzten Spieltag. Nächstes Spiel ist dann Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Für die Frankfurter geht es um nichts mehr. Die sind mittlerweile sicher in Europa League. Champions League haben sie sich leider selber verbaut. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Für die Freiburger geht es theoretisch noch um die Conference League. Aber eher unwahrscheinlich, dass sie da noch reinkommen. Dementsprechend denke ich, dass das hier ein relativ lustiges Spiel wird. Beide Mannschaften können frei aufspielen. Ich tippe ein 2:2. Nächstes Spiel ist dann Union Berlin gegen RB Leipzig. Für RB Leipzig ist alles klar, die sind bereits sicher Zweiter, die Vizemeisterschaft kann ihnen nicht mehr genommen werden. Für Union Berlin geht es aber noch um die Conference League, da könnten sie tatsächlich reinkommen, haben aktuell die beste Ausgangslage, das muss man ganz ehrlich so sagen. Aber ja, ich glaube nicht, dass sie gegen Leipzig eine große Chance haben. Ich denke schon, dass die Mannschaft Nagelsmann zum Abschied nochmal ein gutes Spiel liefern wird. Dementsprechend tippe ich hier ein 3:0 für Leipzig am Ende. Das nächste Spiel lautet VfL Wolfsburg gegen Mainz 05. Für beide Mannschaften geht es hier um nicht mehr wirklich viel. Die Wolfsburger sind bereits sicher in der Champions League. In die Europa League können sie nicht mehr runterfallen. Und die Mainzer haben sich vom Abstieg souverän gerettet. Am Ende nach oben ist da nichts mehr möglich. Dementsprechend denke ich auch hier, werden wir sicherlich ein munteres Spiel sehen. Ich sehe die Wolfsburger aber noch ein kleines Stück vorne aktuell einfach und tippe deswegen ein 2:1. Dann kommen wir zum letzten Spiel von Hansi Flick als Trainer der Bayern. Es geht gegen den FC Augsburg und ich glaube, dass das für die Augsburger ein ganz, ganz übler Abend werden kann. Sie haben sich zwar vom Abstieg gerettet, das heißt, für sie geht es um nicht mehr viel. Ich denke, dass bei ihnen so ein bisschen die Spannung abfallen wird. Die Bayern werden Hansi Flick einen gebührenden Abschied bereiten wollen. Dementsprechend tippe ich hier ein 4:0 für die Bayern. Und im letzten Spiel dieser Saison treffen nochmal zwei Mannschaften aufeinander, für die es um nichts mehr geht. Hoffenheim und Hertha, beide Mannschaften dümpeln im Mittelfeld mittlerweile rum. Für beide geht es um nichts mehr. Absteigen können sie beide nicht mehr. Nach vorne geht auch nichts mehr. Dementsprechend tippe ich hier ein munteres 2:2, genau wie bei Frankfurt gegen Freiburg. Ich denke einfach, dass das sehr ähnliche Spiele sind. Zwei Mannschaften, die durchaus Fußball spielen können und das durchaus auch machen werden, wenn sie frei aufspielen können. Wir können uns jetzt nochmal ganz kurz die Tabelle angucken. Das hier wäre die Endtabelle, wenn alles so passiert, wie ich es getippt habe. Also ihr seht schon, Schalke, direkter Absteiger, gut, das war klar. Bremen, ja, leider 17. Wie gesagt, es tut mir wirklich weh für alle Bremen-Fans, aber ich weiß einfach nicht, ich glaube nicht, dass ihr es schafft.
Dann Arminia Bielefeld auf 16, Köln rettet sich also auf 15 und oben keine großen Überraschungen. 1, 2, 3 und 4 standen schon vor dem Spieltag fest, 5 und 6 auch. Und Platz 7 sichert sich also am Ende Gladbach. Somit ist Gladbach der erste deutsche Teilnehmer in der Conference League. Gut, ob das die Gladbacher so freuen wird, ist eine andere Frage, aber immerhin Max Kruse muss da nicht mitspielen. Dann würde ich jetzt aber sagen, war es das hier von meinen Tipps. Schreibt wie immer gerne eure Tipps in die Kommentare. Lasst mir gerne noch ein Like und ein Abo da, falls euch diese Tipps gefallen haben. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale.